Willkommen zurück zu League of Legends. Heute spielen wir Xayah, ein Champion, den ich selbst erst zweimal gespielt habe. Oder einmal? Ich weiß es gar nicht. Dies ist Xayah. Sie hat einen Bruder. Allerdings ist er nicht auf unserer Lane. Wir haben nicht Morgana. Ich bin selbst gespannt, wie das mit ihm klappt. Wir spielen gegen Jhin. Ich brauche eine strategische Taktik. Alter. Ich glaube, das wird eine witzige Runde. Ich will euch ja jeden Champion auf der ADC-Lane einmal zeigen. Und ich will die beiden E-Skins euch zeigen. Also an Skins will ich eigentlich alles zeigen, was ich habe. Smite wäre gut. Ich guck, dass hier nichts passiert. Alles gut. Alles gut, mein Freund. Jetzt gehen wir auf die Lane. Ich weiß, ich habe einmal Xayah gespielt, da habe ich gefeedet. Weil ich nicht mit ihr zurechtkam. Aber das ist auch schon länger her. Da war die neu. Inzwischen kann ich mir gut vorstellen, dass das auch gar nicht so schlecht sein wird. Wer natürlich jetzt mega geiles Gameplay mit ihr sehen will, der ist an falscher Stelle. Ich habe sie wirklich erst ein, zwei Mal gespielt. Und ich habe nicht viel Damage, merke ich gerade. Also mit MF habe ich mehr. Was machen die denn? Wirft zwei Messer und zwei Ziele, die noch leiden 50% Schaden, alles klar. Ruft alle Federn sich zurück. Swain. Swain ist zurzeit ekelhaft. Aber ich glaube als Support... Ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Support auch gut ist. Wenn er Farm hat, ist er geil. Zurzeit ist er unschlagbar auf seine Top-Lane fast. Und ich bekomme ganz schön Damage von ihm. Oh, Vladimir. Zeug Klingenwirbel. Ein Rakan da ist gut für Feuerwirbel. Rakan ist aber nicht da. Schade, ich hätte gerne mit Rakan zusammen performt auf der Lane. Machen wir auf jeden Fall auch mal. Ich will euch mal zeigen, wenn die beiden nämlich zusammen sind. Da sind die nämlich dann gebufft und um einiges stärker. ...24 zu 24, vom Farm her ist es okay. Ja, Willi, bleib einfach stehen. Genau. Und er erlebt. Alter! Aber ich habe 2G. Ah. Schade.
Mist. Schade, schade, schade. Hätte Lise einfach angefokust, wäre ich nicht down gegangen. Aber zwei Kills für einen. Ich würde mal sagen, ganz gut gelaufen, ne? Da-da-da. Erschöpfung gegen Teleportation. Och Gott. Gefiederter Nasus, der wird so ekelhaft nachher. Ja, Mann! Alter, was ein Damage! Was war das für ein Damage auf einmal? Lass mich in Ruhe. Alter, aber was hatten wir auf einmal für ein Damage? Wo kam der jetzt her? War der von mir oder von Morgana? Jetzt hätte ich keine Zeitlupe. Ich dachte mal, das ist die Ulti, wo der mich dann ranzieht. Der war nämlich im letzten Spiel schon so OP, aber... Gut, jetzt wenn natürlich der ADC kommt, habe ich jetzt einen Nachteil, weil ich kaum HP habe. Was macht eigentlich die Ulti? Springen und kann nicht angesehen werden. Hört sich gut an. Ja, nein. Nein! Alter. Nasus 3-0. Aber ich gebe mein Bestes. Ich meine, ich spiele diesen Champion nie. Ich weiß gar nicht wieso. Weil eigentlich klappt es ganz gut mit Xayah. Und es macht sogar Spaß. Gut, es macht immer Spaß, wenn man gut performt. Es hätte zwar jetzt... Der eine Tod war blöd, der hätte nicht sein müssen, aber... Okay, er hat... Er wird beschützt. Alter Stun, jawohl! Geil, da kam der Stun gerade noch so. Geil. Super duper, Junge. War genau das, was ich wollte. Hatte mich jetzt auch Glück gehabt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. So. So ziemlich alle außer mich selbst und Rakan. Meine Federchen, meine Federchen, meine Federchen. Boah, ich finde Xayah voll cool. Jedenfalls, was ich jetzt so gesehen habe. Alter Schwede!
Alter, das war die erste Ulti mit ihr. Geil. Super. Das ist ein Champion, den ich auf jeden Fall öfter spielen will. Macht voll Spaß. Ein Champion, den ich auf jeden Fall gerne nochmal spielen will. Ich glaube, Xayah werden wir das ein oder andere Mal jetzt sehen. Die macht echt Spaß mit Xayah. Wieso haben wir die nie gespielt? Ich habe mich ein bisschen so sehr auf MF versteift. Ich finde halt MF auch cool. Und Vlad 04. Nasus 4-1. Nasus 4-1. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob Hurricane bei ihr eigentlich so gut wirkt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ein Gegner wurde getötet. So, Kata 4-1. Wir 6-2. Elise 2-0. Es geht nur darum, jetzt die Toplane zu schützen. Ein Verbündeter wurde getötet. Was? Nicht zu früh rein, weil jetzt kommen die anderen. Ich will dich, du bist mich. Bleib ein lieber Freund für mich und du bist wieder tot. Na, 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 na. Alter! Jawohl! Geiler Champion! Macht echt Spaß! Das macht so Spaß! Ich geb Gas, ich geb Gas. Ich will Spaß, ich will Spaß. Das macht so Spaß mit ihr. Aber ich brauche jetzt Damage. Es war nämlich eben knapp dafür, dass ich schon so gut dastehe. Wolli will mein Turm, dafür wird er sterben. Das weg. Hä? Viel zu lange gedauert, bis er down ist. Jetzt auch gewundert, dass er sie überhaupt down gekriegt hat. Das ging ein bisschen schnell. Ein Gegner wurde getötet. Vlad gekillt? Nee. Das war Kata. Finde ich gut. Ich muss jetzt Top-Lane. Top-Lane, Middle-Lane. Middle-Lane. Auf geht's. Ich muss die Feder noch ein bisschen mehr benutzen. Weil die sind nämlich OP. Mehr als OP. Alter. Der geht fast instant weg. Trostpreis.
so Spaß mit Xayah. Ich hätte es nie gedacht. Vor allem, weil das auch so super funktioniert. Ich meine, na klar, es kann jetzt auch in die Hose gehen können. Die Folge trotzdem hochgeladen, außer ich stehe jetzt 1:10 oder so. Aber richtig geil. Jetzt Blutdurster. Das Ding kriege ich noch nicht voll, alles klar. Ich tue, was getan werden muss. Jetzt gehe ich Botlane, mir den Farm holen. Nur, um sicher zu gehen. Und dann. Oder. Nee, ich gehe in die Mitte. Ich will den Kampf, ich will den Kampf. Ich will den Kampf. Das könnte jetzt lustig werden. Ich will nicht. Auch gar nichts gemacht. Die gewinnen sogar ohne mich. Alle auf den Tank, jawohl. Alter Jin! Alter, wie geil! Mein Tower hat jetzt Probleme, aber ich krieg dafür jetzt 2 Tower. Vielleicht geht da jetzt jemand und beschützt den Turm. Vor allem der Top-Lane-Turm, der ärgert mich, dass er jetzt auch da umgeht. 2 Türme wäre jetzt natürlich bitter. Angeblich weiß ich nicht, wann man eine Sache auf sich verliert. Düpp, 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 düpp. Nasus, ich komme. Aber ich will erst zurück. Kada wird Well auch so fertig machen. Bin ich mir ziemlich sicher? Jawohl. So, Nasus, Schmasus. ...13-2 mit einem Champion, den ich niemals spiele. Ich bin überrascht und entzückt. Ich bin ein bisschen entzückt. Ich hatte gehofft, die kommen jetzt sogar lang. Machen sie aber nicht. Aha, das sind echt noch hier. Na, Nasus, hast du ihn abgebrochen? Schade aber auch, Nasus Quasus. Ich brauche immer noch 3. Dingens, die ich da hinsetzen muss. Schade, kaum gegangen. Selbst der gefeedete Nasus bekommt so ein Damage. Aber er hat noch gleich seine Ulti. Ich ziehe Schlägereien einfach magisch an. Nasus gefiedert ist immer scheiße, aber ich sehe das nicht so wild.
Jetzt kann ich nicht zurückgehen, jetzt muss ich kurz mal hier bleiben. Aber das schickt auch schon. Schon können sie nicht pushen. Jetzt ist keiner da zum Fokussen. Alter. Alter, was ein Damage! Was ein Damage! Nein! Er lebt! Er lebt! Er lebt! Die beiden Lackers! Ich habe die Ulti zu früh gesetzt. Den Turm müssen wir da bekommen. Jawohl. Ja, Jin. Ich glaube, das wäre nicht so eine gute Idee gewesen, das nachzufolgen. Nicht zu lange dastehen. Bleib nicht zu lange da. Boah, das ist Nasus. Nasus, Quasus. Nein, ich geh down. Nein, ich will nicht sterben. Danke. Alter, ich glaube, Nasus, diesmal hätte er uns down gekriegt. Aber jetzt hab ich dich. Na, 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 na. Alter, das macht so Spaß. Das macht so Spaß. 16-2 übrigens. Da wird man zum kleinen Kind. Euer Team hat einen Turm zerstört. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt warte ich jetzt einmal. Und go. Ja, Nasus, da dachtest du, dass du carryst. Und dann kam der Mega-ADC und hat dich ein bisschen... Ja gut, Kata performt auch gut und Elise performt auch gut. Ansonsten wäre das jetzt nicht so in dem Umfang gegangen, wie wir das jetzt machen. Das ist ja schon heftig. Das ist ja jetzt schon Hyper-Carry. Wenn unsere Existenz von allen anderen als Chaos gesehen wird, dann ist das halt so. Na, Jin! Alter, der geht echt mit 1 gegen 1 gegen mich! Wie geil ist das denn? Alter! Der gefiel mit Nasus! Alter, ich habe einen gefeedeten Nasus, aber sowas von down gekriegt. Oder ein 1 gegen 3, was dann am Ende habe ich es dann nicht hingekriegt. ...0-10, Toplaner. Support. Wir haben einen 1-8 Toplaner. Ich habe gerade Swain. Ich habe gerade bei uns auf Vladimir geguckt und bei denen auf Swain. Der Jin hat 8 Kills. Der Jin ist gar nicht so schlecht. Aber
Mein Position Play mit Jaya ist nicht gut, aber ich habe unheimlichen Damage. Mega heftigen Damage im Moment. Später kann es natürlich sein, dass ein Nasen trotzdem auseinander nimmt. Ihr habt ja eben gesehen, was der für Damage hat. Ja, genau. Das ist das genau, was ich meine. Dreifaches CC, da habe ich dann mit Jaya Probleme, weil ich mit Jaya rein muss. Der Tod war jetzt blöd. War meine Schuld. Swain 011. Ich habe gesagt, Top Lane ist Swain geil, aber wenn ein Swain kein Farm hat, kann der nicht viel ausrichten. Heute nicht rum. Bringen wir es einfach zu Ende, bevor Nasus OP wird. Entzünden gegen die Teleportation. Ständig irgendwas anderes. Gut, ich bin nicht mal so OP, weil ich jetzt ein Item Attack Speed zurückhänge. Das letzte wird. Kann ich euch schon zeigen. Hier. Die Linie des Königs. Ich will ein bisschen mehr HP zurückgewinnen. Gerade gegen dieses CC. Eigentlich wollte ich erst den Schutzengel machen. Ich will schnell jetzt gewinnen. Also, ich spiele ein bisschen Risiko. Boah. Penne. Ich krieg ihn. Nein. Alter, Chakabacha! Drei Down, das müsste jetzt was sein. Alter, Vlad geht fast wie den Turm down. Jin ist down und das war's dann. Knapp 30 Minuten die Folge. Und ich habe eine halbe Minute zu spät umgeschaltet, weil da nichts passiert. Gut, ich bin schon wieder fast hochgegangen. Alter, dieser Damage! Ich werde nicht mehr. Oh. Tower Dive gegen Nasus. Wie geil ist das denn? Ich habe noch nie Nasus getowerdived mit dem ADC. Alter Schwede. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geiles Game. Hyper Carry. Bis zum nächsten Mal.